Ja, dann ein bisschen Brot schnabulieren hier und mich mal anders hinsetzen, Alter. Ich sitze schon wieder relativ schlecht hier. So, und dann werde ich gleich mal beginnen mit dem Thema. Alter, es wird schon wieder Nacht. Ist denn fucking ernst? Wie oft wird's bitte hier Nacht, ey? So. Oh, wieso muss ich gerade so viel rülpsen? Ich versuche das immer so zu unterdrücken in der Aufnahme. Weil das ist natürlich unschön, ne? Aber manchmal, da ist fällt's mir deutlich schwer. So. Kann ich jetzt hier schon? Na, ich warte lieber nochmal. Kann mal hier draußen gucken, wie sieht's aus mit den Experience-Büschen. So, die Experience-Büsche werde ich auch bald umverlagern. Wahrscheinlich, wenn ich dann Level 30 endlich mal bin, um das nächste zu verzaubern. Ich mache schon mal ein bisschen Terraforming hier. Ist auch irgendwie cool hier auf der Höhe das zu terraformen. Da siehst du wenigstens nicht die gesamte Fläche. Du bist nicht so geschockt immer. So, jetzt hier, ich schaue eh hinüber. Alter, jetzt wird's übelst... Boah, jetzt wird's übelst hell draußen mit einem Schlag. Boah, Alter, das macht's gleich viel schwerer hier, was zu erkennen. Ach, da habe ich das Zeug schon drin, ne? Boah, Alter, was ist das denn? Oh, ich sehe kaum noch was. Hilfe. Und ich habe das Rollo unten hier. Das ist so ein schwarzes Ding. Boah, Alter, was soll denn das gerade, bitteschön? Ihr wisst doch, dass ich kein Sonnenlicht vertrage. Nein. So, zack. Die Sticks. Ja, komm, raus damit. Fackeln auch mal raus. Und ich jag noch mal ein paar Viecher, damit ich endlich mal die Level 30 kriege. Und ja, dann kann ich schon mal anfangen, während ich die Viecher hier töte, was ja mal ein bisschen was anderes ist als die letzten 3-4 Folgen. Also Viecher getötet haben wir jetzt eigentlich schon oft genug, aber egal. Ich wollte einfach mal über Sommer reden. Ja, was halte ich eigentlich vom Sommer? Vielleicht jetzt in Verbindung zu der kleinen Anekdote mit den... Sonnenstrahlen, die mich hier nerven, ja. Ja, so irgendwie den Sommer finde ich an sich ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ich finde eher den Winter besser, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin auch, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt ganz ehrlich sein hier, ich bin nicht so der Typ, der so übelst gerne rausgeht im Sommer. Und da wird man immer so gezwungen oder genötigt, ja. Und das habe ich auch schon mal angesprochen mit MDR. Und so, dass man da immer so aufgefordert wird, rauszugehen und ja, geht unbedingt raus hier, da und dahin, muss man erlebt haben, ja. Und obwohl die Sehenswürdigkeiten natürlich scheiße sind, aber mehr dazu gibt es in der entsprechenden Folge, das war glaube ich Folge 100 und, oder 102 oder irgendwas. Und ja, dazu will ich aber jetzt nichts mehr sagen, sondern ich wollte allgemein was zum Sommer sagen. Der Sommer, nervt mich einfach nur. Ich möchte mal ein paar Nachteile vom Sommer sagen. Weil... ich weiß nicht, ich finde den Winter halt übelst viel besser. Ich weiß nicht. Es ist auch so schön gemütlich. Ich bin eher so ein gemütlicher Mensch. Und auch vor allem so die Weihnachtszeit gefällt mir immer. Und ich finde auch, Weihnachten sollte gar nicht so am Anfang vom Winter sein. Also der Übergang von Herbst zu Winter. Sondern das sollte eher schon Ende Januar, Anfang Februar sein, so Weihnachten. Fände ich irgendwie besser. Weil sonst ist immer so, man trauert so der Zeit hinterher. Ja. Solange noch Winter ist, traue ich immer so der Weihnachtszeit hinterher. Und dann ist es so März, weißt du, und dann denkst, bist du immer noch manchmal so im Weihnachtsfeeling. Und also bin ich zumindest, ich weiß nicht, ich bin so ein Weihnachtsfreund auch, irgendwie. Und ja, dann halt so im April oder Mai ist es halt schon... da
wird's halt so langsam Frühling, du denkst halt an was anderes, stellst dich so ein bisschen um. Und ja, da finde ich es dann halt immer übelst nachteilhaft, wenn du die ganze Zeit, wenn du dann schon wieder im November oder so geht's dann wieder los mit Weihnachten, weißt du? Da fände ich es doch besser, wenn es dann halt erst im Februar losgeht, wo dann die Weihnachtsgefühle halt am besten sind, so, weißt du? Irgendwie. Natürlich ist dann nicht mehr so dunkel und so, weil irgendwie muss es zu Weihnachten immer dunkel sein. Weil sonst passt das Feeling irgendwie nicht so richtig für mich. Aber ja. Nachteile des Sommers wollte ich mal erläutern. Zum Beispiel ein Nachteil des Sommers ist es, dieses ewige Wachbleiben zum Beispiel. Also du kannst im Sommer manchmal einfach nicht einschlafen. Und das fällt mir jetzt schon auf im März. Und wer weiß, wie es dann erst im Juni ist, wo ja dann der Höhepunkt ist von diesen kurzen Tagen. Ne, kurzen Nächten meine ich. Da bin ich ja schon mal gespannt wieder. Ich weiß nicht, ich finde es allgemein ein bisschen scheiße, wie schnell das immer so von kurzen Tagen zu langen Tagen wechselt. Das schlägt immer viel zu schnell um. Und allgemein auch dieser Umschlag von Winter zu Sommer gefällt mir in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. In einem Tag hast du noch so minus 3 Grad und eine Woche später hast du schon wieder 15 Grad plus. Das muss doch nicht sein. Und allgemein ist auch der Winter, dieses typische Bild vom Winter, das merkt man überhaupt gar nicht mehr. Das gibt's irgendwie alles nicht mehr, ich weiß nicht. Finde ich alles ein bisschen schade in den letzten Jahren. Und ja, auf jeden Fall ein großer Nachteil im Sommer, du kannst einfach nicht pennen. So, weil es einfach so kurz dunkel ist. Und auch vor allem, weil es übelst heiß ist. Du kannst aber nicht einschlafen, weißt du? Und du wälzt dich die ganze Zeit im Bett und was weiß ich. Und das ist im Sommer auf jeden Fall, im Winter auf jeden Fall viel, viel besser. Und ja, das würde ich dann auf jeden Fall als Nachteil bezeichnen. Dann noch ein Nachteil im Sommer ist, dass die ganze Zeit schwitzt, weißt du? Du, es sind halt viele Leute sagen immer, boah, ja, geil, 40 Grad, weißt du, im Schatten, boah, richtig geil. Erstmal schön hier einen saufen oder so. Oder so, weißt du? Oder so. Sehr schön wieder. Aber ich finde das überhaupt keinen Vorteil, weil du halt die ganze Zeit dir einen abschwitzt und du kannst aber nichts dagegen tun. Weißt du, im Winter, wenn du frierst, ziehst du halt mehr an. Aber im Sommer, wenn du schwitzt, du kannst halt nicht mehr ausziehen manchmal, weißt du? Und das ist halt auch mega scheiße, ey. Schwitzen ist so schlimm. Ich finde Schwitzen auf jeden Fall schlimmer als frieren. Muss ich ja sagen, auch wenn du dich bei Frieren erkälten kannst und ich Erkältungen auch schlecht finde. Ich hatte in den letzten 3 Monaten schon wieder 2 Erkältungen. Das ist auf jeden Fall wieder sehr stark. Ja, auf jeden Fall finde ich es halt mega kacke. Mehr ganzen Rotze und so. Und ja, Sommer an sich. Ich bin nicht so der Sommertyp, muss ich ehrlich sagen. Man hört es vielleicht schon raus, ja. Und deswegen kam es mir auch ganz recht, als ich letztes Jahr am Rücken operiert wurde. Da muss ich nämlich dann nicht raus. Das fände ich irgendwie schon besser. Ich finde zwar Sommer cool, so das Feeling finde ich mal ganz gut, aber ich finde es jetzt nicht so fresh irgendwie auf Dauer. Also ich hätte lieber Winter irgendwie. Ne? Wie gesagt, halt, dass du dir die ganze Zeit einen wegschwitzt und dass du halt auch die ganze Zeit. Also ich bin eher so ein Typ. Ich habe halt sehr weiße Haut und auch sehr anfällige Haut für Sonnenbrand. Und wenn du dann die ganze Zeit im Sommer halt immer die Sonnencreme auftragen musst, egal wohin du gehst, weißt du, musst die ganze Zeit nur Sonnencreme auftragen und was weiß ich, musst du noch jetzt darauf achten, dass kein Aluminium drin ist und bla bla bla. Was ja auch erst seit einigen Jahren gibt. Früher hat man sich da keine Gedanken drüber gemacht, aber egal. Ja, auf jeden Fall finde ich alles nicht so cool. Mit Sonnencreme und so. Was halt auch die ganze Zeit genötigt rauszugehen, das ist halt im Winter nicht, weißt du? Da kannst du rausgehen, wenn du willst. So. Finde ich irgendwie besser. Ja, im Winter, ich weiß nicht, also. Ist nicht so meins, also Sommer. So. Ist natürlich schon manchmal ein cooles Feeling irgendwie. Man kann halt in den Sommerurlaub fahren. Das ist natürlich dann die andere Seite. Irgendwie damals war es so übelst das geile Feeling, 2012, in Staffel 1, wo ich ja immer im Sommer, während den heißen Temperaturen, habe ich immer aufgenommen, ja, das weiß ich noch.
Das waren schöne Zeiten, da war ich noch 7. Klasse, da war ich noch unbesorgt, ja. Aber heute, die Sorgen sind schon gewachsen. Ja, es ist halt schon alles. Aber ich will das Leben nicht blöd reden. Es wird natürlich später noch viel schlimmer werden, ne? Ja. Das ist mir dann alles schon klar. Und, ja, so viel dann erstmal dazu. Ich finde den Sommer nicht so schön. Habe ich jetzt mindestens schon 30 Mal gesagt, aber egal. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung da rein. Die wird wahrscheinlich grundlegend anders sein als meine. Das kann ich mir schon mal vorstellen, auf jeden Fall. Und, ja. Dann ist ja auch die ganze Zeit die Sonne blendet und alles. Boah, ich weiß nicht. Man kann den Sommer natürlich übelst negativ betrachten. Ja, kann man sehen, wie man will. Ich sehe es halt so. Ich mache das jetzt mal so hier. Noch mal alles rein, was wir haben. Und ich kann ja auch noch mal weiter farmen hier. Ein paar Bäume sind noch drin. Alter, wie weit wir uns schon vorgearbeitet haben. Guck mal. Mensch. Das sammle ich jetzt noch mal nicht auf, die Blöcke. Ich brauche noch einen großen Baum oder so. Warte mal, ein paar Erdblöcke brauche ich dann doch mal zum Hochstecken. Ja, das lohnt sich fast gar nicht. Naja, springen wir dann auf die andere Kuppel drauf. Dann lohnt sich das, ne? Ja, meine Freunde, so sieht es aus. Ist da noch was? Nee, ich glaube nicht. Also wie die Sonne hereinballert, so mit einem Schlag vorhin. Es war so schön, weißt du? Ach, es kam... Boah. Da kam halt übelst der Schleim hoch, Alter, in meinem Hals. Krass. Es kam halt echt von einem auf den anderen Moment mit der Sonne vorhin. Ich glaube, ich muss das Rollo noch weiter runter machen hier. Sorry, ne? Wenn ich mich hier so verbarrikadiere in meinem Raum, boah, so ist es schon viel besser. Wenn es hier nicht so auf den Tisch blendet, weißt du? Das ist echt besser. So, habe ich die Heizung noch an? Ja, die ist noch an. Merke ich gar nicht von, naja. Das ist auch so eine Sache. Du kannst halt im Sommer, wenn es doch mal kälter ist, keine Heizung anmachen. Das ist nicht so cool. Im Winter hast du halt mehr die Freiheiten. Ich finde, im Winter verbinde ich so diesen Geruch von dieser Heizung. Ich weiß nicht, das ist so ein spezieller Geruch. Den verbinde ich mit dem Winter so. Und im Sommer diesen Sommergeruch halt, diesen typischen. Und halt auch diesen Sonnencreme-Geruch, der erinnert mich dann auch immer an den Sommer, ja. Das sind alles so Sachen. Ja, ich finde Sommer allgemein nicht so pralle. Habe jetzt auch mindestens schon einmal gesagt, ja. Öfter noch nicht, bestimmt. Hab nicht ganz mitgezählt, ja. Ihr müsst es ja wissen wieder. So, und vor allem über diese Frühlingszeit, wenn es immer so auf den Sommer zugeht, das finde ich immer ätzend, ey. Ohne Witz. Finde ich den Herbst besser. Da hast du wenigstens so einen Lichtblick, weißt du, auf den Winter. Ist wirklich so. Vielleicht ändere ich meine Meinung auch in den nächsten Jahren irgendwie. Aber grundlegend erstmal so. Okay. Oh, ich hoffe, dass die Aufnahme nicht wieder asynchron ist. Aber diesmal mache ich was dagegen. Das könnt ihr wissen. Ja gut, ich cutte ja auch zwischendurch. Also ich werde das jetzt hier nicht 4 Stunden am Stück aufnehmen oder 4,5. Okay. Dann Erde weg, wieder mal. Muss jetzt hier immer schön ausleeren alles. Der hat noch genug, ja. Aber nur 83%. Macht er noch weiter? Ich glaube, ich verschwende ein paar Rohstoffe. Oder? Ja gut, hab ich gesagt, dass das hier klappt. Ich glaube, das klappt nicht.